Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, wir modden heute wieder rum. Ich habe neue Sachen für euch rausgesucht. Für alle, die es noch immer nicht kapiert haben. Modden ist kein Hacken. Also, es hat nichts mit Schlechtsein zu tun, sondern man fügt etwas ein, was man halt haben will. Man kann damit eh nicht online spielen. Und heute, Leute, oh, liegt ein Item. Da liegt ein Item. Heb's auf, Mann. Heute gucken wir uns neue Charaktere an. Ich habe ein bisschen rausgesucht. Und ich würde sagen, wir verkloppen wieder unseren Lieblingsfreund Freezer, oder? Könnte das am einfachsten zu zeigen. Wir gehen Freezer verkloppen. Was habe ich heute vorbereitet? Also, wir haben hier, Leute, fangen wir an. Wir haben Bulchi, also eine Mischung aus Bulma und Chichi. What the fuck? Natürlich, Leute. Bulchi-Liebe. Die Bulchi-Liebe. Wer kennt sie nicht? Dann haben wir noch Gogeta. Super Saiyajin 4 aus AF. Was ist AF? Das war eigentlich ein April-Scherz. Das hätte nach Dragon Ball GT sein sollen. Also April Fool. April-Scherz. Aber es wurde daraus ein Manga gemacht. Der heißt After the Future. Und daraus kommen diese Charaktere. Also dieser Gogeta ist aus After the Future, einem Manga. Und er kann sich auch weiterentwickeln, also sozusagen zu einem Gogeta Super Saiyajin 5. Was schon wieder mal so geil aussieht. Es sieht so geil. Dann haben wir noch einen Goku aus dem After the Future. Super Saiyajin 4 und 5. Mega sexy. Einen Vegeta. Ah, das sieht so cool aus, ne? 4 und 5 Super Saiyajin. Dann noch einen Vegito Super Saiyajin 4 aus After The Future. Und natürlich einen Fünfer noch. Leute. Diese Fünfer hier haben sogar längere Haare als die Super Saiyajin 8, die wir uns letztens angesehen haben. Wer letztens die Super Saiyajin 8 nicht gesehen hat, Leute, schaut vorbei. Schaut da echt mal rein. Ich würde sagen, Leute, wir starten mal mit Bulchi. Und wir nehmen mal einfach so Goku Blue mit und einen Trunks. Wir müssen uns mal die Fusion aus Bulma und Chi-Chi live ansehen. Leute, die sieht verdammt cool aus. Und wenn man damit so fliegt, kommt man auf falsche Gedanken. Hey, lass Bulchi in Ruhe. Du böser Mensch, du. Boah. Was kann die Dame denn? Die kann eine Genki-Dama? Kamehameha, Teleportation, Galaxstrahl. Finale Kamehameha, Kaioken? Die kann Kaioken. Leute, guckt euch Bulchi mit Kaioken an. What the fuck? Alter. Geistesexplosion. Und wenn wir ein bisschen rumprobieren. Bulchi, Leute. Habe ich noch nie gesehen. Okay, das war das. Die Genki damals aber echt cool, ne? Ich versuch sie nochmal. Dass die das kann, ne? Ist das auch so eine zurückfliegende? Ja. Bulchi ist stark. Legt euch nicht mit den Frauen an. Legt euch nicht mit Pan an. Und legt euch schon gar nicht mit Bulchi an. Schade nur, dass ich jetzt keine speziellen Fähigkeiten habe. Und eigentlich nur ganz normal ist, sozusagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Kamehameha, ja, ist auch ganz normal. Aber ziemlich geil. Und meine Genki-Dama abfeuern mit Bulchi, weil es lustig ist. Bam. Alter, macht so Damage, ne? Teleportation ist hinbeamen. Mega nice. Das ist cool. Hat auch sexy Schlaganimationen. Wie ist das mit dem Viereck eigentlich? Na, ey, lass mich ein bisschen rumprobieren hier, Mann. Mann, ich will Bulchi spielen. Hör auf zu nerven. Okay, der wirft ihn gar nicht weg. Na jetzt. Leute, Bulchi in der Lava. Ist schon sexy. Aber ich finde... ohne Kaioken sieht sie besser aus. Mit diesem blauen, schwarzen Haaren. Leute. Bulchi. Ich wollte aber immer schon mal Gogeta Super Saiyajin 4 spielen. Wegen den roten Haaren. Das finde ich so geil. Das finde ich halt echt geil. Was sagt ihr denn zu Gogeta mit den roten Haaren? Ich finde es geil. Natürlich ist das Schwarz auch super, ne? Gefällt mir schon sehr. Aber rot... ist halt schon eine Klasse für sich, ne? Ist schon... oh, sexy. Was kann denn alles so... maximale Ladung.
Atomexplosion. Ja, den testen wir mal, Leute. Den testen wir mal. Nehmen zwei Trunksies mit. Ab geht's. Der sieht schon ziemlich sexy aus, Leute. Hör mal auf, Freezer. Alter, ich bin von diesem Mod so begeistert, Leute. Man guckt euch den roten Schwanz an. Das ist schon nice. Kann er sich verwandeln? Nein, kann er nicht. Maximale Ladung. Mal kurz Key laden. Würde mich interessieren, wie die Atomexplosion aussieht. Ah, okay, warte. Boah, geht so. Teleportabwehr, einhändige Kamehameha, mal angucken. Das ist rot schon cool, ne? Einhändige Kamehameha. Er springt zurück. Und haut sie ihm voll rein. Alter, und was ist Seelenrächer? Soll ich auch noch sehen? Ja, auf zu nerven, Mann. Ah, das Übliche, was wir kennen von Gogeta. Oh, wie cool. Ich will Seelenrächer nochmal sehen. Ich will jetzt Seelenrächer nochmal sehen. Oh Gott, wie cool. Wir suchen uns ein Ziel. Bam. Alter, wie geil. Er ist schon sexy, Leute. Super Saiyan 4 ist schon geil. Alter. Ey. Auf zu nerven. Ich kämpfe hier rum. Schöne Atomexplosion mitten ins Gesicht. Das tut gut. Boah, Leute, das sieht echt cool aus. Ab in die Lava mit dir. Alter, Leute, ich bin... Schnauze. Ich bin begeistert. Super Saiyan 4, Gogeta mit den roten Haaren ist auf jeden Fall ziemlich sexy. Ich finde es immer schade, wenn sie solche Fanarts nicht in Spielen einbauen. Die sehen ja meistens so richtig, richtig cool aus. Komm, einmal noch Atomexplosion. Es ist Stand down. Aber nice. Nachdem wir jetzt Bull Chi hatten und unseren Gogeta, geht's mal weiter mit Goku. Ich überlege nur gerade, der Vierer haut mir nicht so um. Ich glaube, bei Goku will ich mal den Super Saiyan 5 sehen. Ja, Leute, was kann der denn? Geistesexplosion, Kaioken kann er auch wieder. Götterschockblitz, Super Drachenfaust, den gucken wir uns an, Leute. Super Saiyan 5, Goku. Ja, Leute, der sieht gut aus. Guckt euch die langen, silbernen, weißen Haare an. Alter, mega, mega nice. Mal Key laden. Und jetzt bin ich gespannt, nämlich. Mit den weißen Haaren. Oh Gott, hat er viel Key. Alter, hat er viel Key. Mit den weißen Haaren. Das 20-fache Kaioken. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Alter. Ich liebe Mods, Leute. Es ist einfach nur cool. So, was kann er alles? Drachenfaust. Wir gehen mal näher hin. Ich denke, mit Drachenfaust muss man. Näher treffen, ne? Mal stehen bleiben. Nein, wieder daneben. Oh, ich will die Drachenfaust mal sehen. Götterschockblitz. Können wir auch mal ausprobieren. Wie sieht der denn aus? Das macht... Was, der hat einfach umgebracht? What the fuck? Moment mal. Ist der jetzt einfach so gestorben? What the fuck? Lass mich mal Key laden, Mann. Drachenfaust geht noch nicht. Geistesexplosion. Ist das? Ja, das kennen wir schon. Ich will mal die Drachenfaust noch sehen. Ah, wieder daneben. Oder habe ich getroffen? Ist echt schwer zu sehen. Komm, laden. Wird irgendwer gerade nicht angegriffen? Ne, wir haben beide angegriffen. Ja, haben gewischt. Geiler Scheiß. Das sieht bei Super Saiyan 5 halt echt krass aus. Alter. Es gibt auch eine Super Drachenfaust. Moment mal. Daneben. Ich will die treffen. Boah, geht so.
Aber Super Saiyan 5 ist schon sexy. Was kann er noch? Kaioken, Geistesexplosion, ne. Sonst hat er eigentlich nichts mehr so cooles. Also Götterschockblitz verwirrt mich nur noch ein bisschen. Macht er einfach Instant Damage? Wo ist denn der andere? Ah, da ist er. Lass mal Götterschockblitz versuchen. Ja, es macht einfach so Damage. Nice. Nice. Einfach so. Gegner down. So, ich würde sagen, bei Vegeta sehen wir uns aber wieder mal den normalen Super Saiyan 4 After the Future an. Obwohl Erdspalter, Galaxstrahl, finaler Glanzangriff. Die Attacken sind halt viel krasser, ne? Wir nehmen doch den 5er. Wir nehmen doch den 5er. Leute, Super Saiyan 5, Vegeta sieht einfach fucking badass aus mit der schwarzen Hose. Alter. Mega nice, mega nice. Finale Explosion, finaler Glanzangriff. Ich will wissen, was der Erdspalter Galaxstrahl ist. Ist auf jeden Fall sexy. Urknallattacke kennen wir, glaube ich. Oh ja. Meteor Crash kennen wir, glaube ich, auch. Finaler Glanzangriff. Das ist geil. Moment mal. Den haben wir nicht ganz getroffen. Den will ich nochmal sehen. Finaler Glanzangriff. Alter, wie er ihn wegsprengt. What the fuck? Ist schon geil. Sie sind jetzt nicht überpowered, diese Helden, ne? Oh, der Angriff sieht auch super aus. Oh ja. Die sehen echt gut aus. Alter, der Meteor Crash haut rein, ne? Aber man merkt schon beim Angreifen, sie sind jetzt nicht irgendwie übertrieben stark oder so. Die neuen Helden hier. Das finde ich ganz gut. Der hat geblockt. Boah, Urknallattacke. Erdspalter kam ja mehr. Das ist halt auch sexy, ne? In den Rücken rein. Hau ab, Alter. Hau ab. Du kannst ja gar nichts. Was war jetzt noch? Finaler Glanzangriff. Streufeuer. Ah, das war das mitgenommen. Den Rückzug, das kenne ich schon. Urknallattacke ist halt einfach sexy, ne? Es ist halt einfach sexy, Leute, mit Vegeta zu kämpfen. Man guckt sich an, wie schnell er ist. Zack. Zack. Alter. Einfach nur geil. Er sieht so gut aus. Er sieht so gut aus. Zu guter Letzt, Leute, heute für diese Folge Vegito. Super Saiyan 4 hätten wir. Oder Vegito. Vegito. Super Saiyan 5. Ich muss sagen, tut mir leid, das 5 gewinnt schon wieder, ne? Was kann er denn? Nichts Neues, glaube ich. Geisterschwert, entfesselte Göttlichkeit. Er kann? Spaltfingerschuss, wilder Hieb. Nee, tut mir leid, Leute. Auch hier müssen wir uns bei Vegito Super Saiyan 5 im Kampf ansehen. Es ist einfach zu geil. Leute, guckt ihn an. Wie verdammt cool er aussieht mit seinem schwarzen Fell, den weißen Haaren. Alter, ist schon nice. Ist schon wirklich geil. Und guckt mal an, wie cool er Ki lädt. Alter, ne? Er ist die Göttlichkeit. Die Macht. In Person. Also ich als Freezer würde mich einfach anscheißen. Was ist jetzt eigentlich Kraftfeld? Ah, das war das, okay. Finale Kamehameha. Das sah krass aus. Das sah ein bisschen sehr krass aus. Wir werden nochmal episch Ki laden. Und dann will ich mir das Geisterschwert ansehen. Wie das hier immer aussieht bei diesen Formen. Haben wir genug? Ja. Alter, das sieht krass aus. Das muss ich nochmal sehen. Moment mal. Ich hab mal aufgehört. Moment, diese Fähigkeit ist ein bisschen verwirrt. Aber er ist eh gleich down, unser Freezer. Nutzt mir die Fähigkeit bei den anderen. Ki lädt ziemlich langsam. Komm.
Alter, ist das geil. Alter, ist das cool. Geile Kanone. Sieht auch wunderschön aus. Stirb, stirb, Raketensalve. Kennen wir alle. Moment mal. Die hat eine andere Farbe. Die ist doch normalerweise gelb. Die ist blau. Das ist cool. Er greift doch super an, ne? Zack, 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 zack. Die Animationen. Perfekt. Gibt's nichts an auszusetzen. Mega sexy. Mega sexy, Leute. Alter. Also das Key, ja, das Key lädt hier voll langsam. Wir können mein finales Kamehameha reindrücken. Das ist halt schon fett, ne? Das ist halt schon fett. Jetzt verhauen wir ihn noch schnell. Zack, zack, zack. Er lebt noch immer? Alter, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber, ne? Tschüss. Amazing. Halt ja nicht unseren Super Saiyan 5 auf. Ja, Leute, das waren unsere heutigen Mods in Dragon Ball Xenoverse 2. Wir haben hier die mega sexy Bulchi, Mischung aus Chi-Chi und Bulma. Und wir haben die ganzen After the Future, beziehungsweise April Fool Charaktere. Gogeta, Goku, Vegeta und natürlich unseren Vegito Super Saiyan 5. Mega, mega geil. Leute, wenn ihr die Super Saiyan 8 letztens nicht gesehen habt, schaut auch gerne mal rein. Und wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendeinen Helden sehen wollt, den es nicht in Xenoverse gibt, schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht finde ich da eine Mod dazu. Dann gucken wir uns das an. Ne? Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß, haut rein, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen und ciao.